Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin in einer Bar in Coburg heute Abend. Zusammen mit Marc. Marc steht hier hinter der Bar und er wird mir heute einen Gin-Cocktail mixen. Ich werde daraus dann einen 30 Sekunden coolen Clip erstellen und euch möchte ich mit der zweiten Making-of-Kamera zeigen, wie und welche Einstellungen ich wähle, um diese Handarbeit von ihm cool aufnehmen zu können. Und wir werden das Ganze auch ein bisschen übertrieben aufnehmen. Das heißt, er wird was in die Luft werfen und auch übertrieben die Zitrone vielleicht schneiden, dass das möglichst cool daherkommt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und jetzt geht's los. Hauptsächlich werde ich die Aufnahmen mit dem 1635 G Master von Sony heute aufnehmen. Weil das sehr flexibel ist, es ist ein Weitwinkel. Ich kann ja da gut variieren. Gehen wir es an. Der erste Shot wird der Zitronenshot und wir haben uns jetzt entschieden, sie einfach mal rüberrollen zu lassen und dann fängt er sie mit der linken Hand und im nächsten Move wird er das Messer nehmen und zerschneidet die Zitrone. Aber jetzt machen wir erstmal den ersten Shot und ich mache es jetzt so, dass ich manuell fokussiere. Wir haben die Zitrone jetzt, da wird sie landen. Hier suche ich mir den Fokuspunkt und beim Rüberrollen muss er sie genau da fangen. Und das wird dann so aussehen. Komm, wir üben das ein, zweimal. Ich nehme jetzt schon mal mit auf. Ich stütze mich hier ab am Tresen. 3, 2, 1. Das wäre der Shot schon. Nochmal. 3, 2, 1. Perfekt. Das, dann kommt das. Versuchen wir. So, wenn wir gerade bei übertrieben sind, wir haben noch größere Messer. Und wir nehmen ein großes Messer. Schneid nur nicht die Finger ab, ansonsten haben wir es auf Video. 3, 2, 1. Machen. 3, 2, 1. Mach den ein, zwei Mal. Zack, zack. Boah, das ist schwer zum Filmen. Aber, ja. Wenn wir es so hinkriegen nochmal, dann versuchen wir es nochmal. 3, 2, 1. Perfekt. Der hat gesessen. Der war super, hat gut gesessen. Sehr schön. Boom. Im nächsten Schritt ist die Zitronenpresse dran und da versuchen wir auch eine Bewegung einzufangen. Wo landest du mit der Presse? Jetzt stelle ich hier manuell scharf. Zack. Und die Bewegung wäre dann für mich. Komme raus und bleib hier stehen. Mach nochmal auf, zack. Das wäre der Shot. Das wäre der Shot. Mach's zu. Lass uns das versuchen. Ja. Der ist schon mal gut. Machen wir noch eins zur Sicherheit. 3, 2, 1. Ja, schön. Schon ruhig schnell. Das soll ja ein schnelles Ding werden. Ja. Ah, nochmal. Das war zu schnell. 3, 2, 1. Yes. Okay, das ist der Shot, der sitzt. Du klappst ja auch erst hier drüber dann zu, oder? Ja. Okay. Versuch das mit, du sagst, du musst eh pressen, das wird ein bisschen dauern, ne? Das geht nicht mit einmal, boom. Ich kann's. Versuch's mal mit Kraft. Ja. Dann mach's eh dann nochmal, schätze ich. Okay, go. Der Shot ist schon mal perfekt. Okay. Gut, der nächste Shot ist der Gin-Shot. Also du nimmst die Flasche, ich gehe mit
Und dann ziehst du den Stopsel raus, genau. Dann machen wir das hier. Ich stelle jetzt noch einmal die scharf, wo ich landen werde. Und zwar hier. Hier werde ich landen. Mhm. Boah, der war gut. Nochmal. Als Safety, Safety, nochmal Safety Shot. Alles klar, zack, zack. Als nächstes kommt dann jetzt das Ding, ja? Machen wir, ja, machen wir. Wupp, 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 wupp. Und dann muss ich ran. Okay, das ist die Bewegung. Okay. Kriegen wir hin? Ja. Mal einen Schluck Bier, habe ich ja. ruhige Hand. Aber ich könnte mir echt vorstellen. Perfekt, ich hab's voll drin. Brauch keinen Versuch mehr. Fest. Genau, und diese Bewegung, die würde ich dann so, würde ich jetzt mit der Kamera mitgehen. Können wir machen. Für mich ist wichtig, dass du hier die jetzt fängst auf dieser Linie. Ja, ja, ist das. Genau, das ist alles scharf. Warte mal kurz, ist es scharf? Es ist brutal scharf. Und dann gehst du dann drüber und schüttest dann da rein. Beim Reinschütten gehst du nach oben weg. Und zack, dann gehe ich raus. Und ich will diese Fläche am Ende hier so schön haben, weil ich hier drüber wischen will und so rausgehen will. Jetzt durch. Ja, okay. Go. Top, der ist drin. Ich schau mal kurz rein und guck mal rein, ob. Jetzt sind wir beim Basilikum-Shot, weil Basilikum soll in diesen Gin mit rein. Und den Shot nehmen wir jetzt mit der Laowa-Linse auf. Das ist ein 24 mm Weitwinkel-Makro-Objektiv und da braucht es massiv viel Licht. Wir fahren jetzt hier durch. Er zupft weg, das Blatt. Und dann haben wir einen riesen Aufwand gemacht für diese 2 Sekunden. Aber so ist es halt, wenn man ein bisschen herausstechen will aus der Masse. Gut, machen wir den Shot. Okay, wenn ich 2 Zentimeter dran bin, einfach wegzupfen. Yes, Dankeschön. Okay, die haust jetzt dann rein. Ja. Hier so einen Halbkreis rum, das ist ganz gut. Nochmal, einfach schön zermatschen. Ja, yeah. Cool. Das wird der leichteste Shot, weil ich muss gar nichts machen. Das Glas stelle ich jetzt einfach mittig und der Marc. Muss mit den Eiswürfeln treffen. Und der Marc, der schmeißt jetzt einfach nur die Eiswürfel da Vollgas rein. Und wir haben jetzt die Softbox hier direkt über das Glas gestellt, weil ich wollte diese Reflexionen aus dem Glas draußen haben. Also die Lichtreflexion, die haben mich echt genervt. So Marc, also der hat jetzt den Eiswürfelkübel so und jetzt lässt du das reinplopsen. 3, 2, 1, go. Wow, geile Aufnahme. Schön. Wirklich gut. Oh nee, lass es, der ist super, der Shot. Schau's mal an. Ach, super, oder? Geil, top. Besser kriegen wir es nicht hin. Besser geht's nicht. Okay. Okay. Sieht gut aus. Macht deinen Job. Yes. Gut, alles klar. Go. Go. Das ist jetzt wieder so ein Timing, das muss ich einspielen. Wenn ich hier bin, ja, dann sollte der aufschlagen. Okay, und soll ich kommen oder soll ich... Raus aus dem Bild und hier drauf, genau. Ja. Okay, nochmal, das kriegen wir besser hin, das muss schneller gehen bei mir. 3, 2, 1. Geil. Okay. Ja, voll dynamisch, ja. Geil, okay.
Gut, das ist ein Gimmick. Gut. Jetzt können da ruhig Eiswürfel dann später drin sein. Versuch mal in einem Move das Ding zu nehmen. Ich komme jetzt zu nehmen, zack, nehmen. Ja, genau das. Das ist genau der Move. Und dann mach einfach dein Business dann. Okay, ich komme. Und, ne, okay, jo. Nochmal. Okay. Zwei, eins. Go, Mark. Also ich komme, Moment. Du arbeitest, bleib locker. Okay. Nochmal. Oh, Gott. Ich wollte es wieder umschmeißen. Wir gucken noch mal kurz rein. Voll freundlich, oder? Ja. Und die anderen sind sogar jetzt noch besser. Bisschen gönnerhaft, aber ja. Die anderen, die sind sogar echt alle noch besser. Also das war der drittletzte. Das ist voll schön, ja. Dieses, oder? Mir gefällt es. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, haben wir es, oder? Cool. Also, Mark Boom, wir haben es. Yes, wir haben den Shot. Hey, wir haben den Cocktail gemacht, fertig so. Ist er. Also. So, der Shot ist durch. Wir haben jetzt alles gefilmt mit dem 1635 G-Master und die einzelnen Basilikum-Shots mit dem Laowa-Objektiv mit dem 24mm Makro. Leute, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und jetzt sage ich Peace out, Servus, Mark und Sigi. Servus. Jo, das war's. Juhu! Juhu! Schöner Dreh.